Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch alles über Debounces. Das hier ist ein richtig wichtiges Lua-Coding-Lernvideo oder grundsätzlich Coding-Lernvideo, weil ein Debounce ist eine der wichtigsten Coding-Gimmicks oder halt Code-Schnipsel, die ihr brauchen werdet. Ich habe mitbekommen, dass viele von euch nicht wissen, was ich meine, wenn ich sage, hier hauen wir jetzt noch einen Debounce rein. Und dementsprechend mache ich jetzt ein Video nur über Debounces. Von den simpelsten Anwendungen bis zum größeren. Doch um zu klären, was ein Debounce ist, zeige ich euch ein paar Beispiele, wo man einen Debounce braucht, was der Debounce macht und was für Probleme man bekommen und sie am Ende wieder lösen kann. Bitte schaut euch das komplette Video an, danach wisst ihr sehr viel mehr. Aber wenn ihr noch nicht so wirklich wisst, was Funktionen, Variablen, Bedingungen und so weiter sind, dann ist das Video noch nicht für euch. Dann müsstet ihr euch vorher noch ein paar Coding Basics Videos anschauen. Oben rechts auf dem i ist jetzt ein Coding in Lua Basics Video verlinkt. So, ich gehe jetzt erstmal hierhin zurück. Wir sehen hier oben rechts, haben wir schon mal so ein Leaderstats eingerichtet. Da steht mein Name und da rechts, dass ich 0 Cash habe. Und hier liegt eine Platte. Und diese Platte ist dafür da, dass wenn ich raufgehe, kriege ich Geld. Das ist erstmal schön. Man geht rauf, katsching, ich krieg Geld, habe jetzt 10 Cash. Dann wird die Platte so und blub, kann ich wieder raufgehen und krieg Geld. Und da wird ein Debounce benutzt, weil ich kann jetzt nicht nochmal raufgehen, bis die Platte fertig ist. Jetzt kann ich nochmal raufgehen, kann mir wieder Geld holen, aber jetzt nicht mehr, weil es wurde ein Debounce verwendet, sozusagen ein Cooldown, damit ich nicht die ganze Zeit Geld bekomme. Wie es aussehen würde, wenn ich diese Funktion ohne Debounce eingebaut hätte, kann ich euch jetzt mal zeigen. So, das hier ist das Script, das ist an sich sehr unwichtig. Wichtig ist nur, hier haben wir unsere Funktion. Wenn das Ding getouched wird mit einem Debounce, haben wir aktuell drin. Und diese Funktion callen wir jetzt nicht. Wir callen jetzt mal die Funktion ohne den Debounce. In dieser Zeile habe ich den Debounce eingebaut. Was das ist, wie das funktioniert, komme ich später drauf zu. Hier sehen wir die Funktion jetzt erstmal ohne Debounce. Also, wenn der Spieler das Ding berührt hat, gucken wir erstmal, welcher Spieler es war. Und dann animieren wir die Platte und geben dem Spieler Geld. Ganz einfach. So, diese Funktion, die wird jetzt gecallt. Ich drücke auf Play. Also, da ist die Platte. Ich gehe da jetzt rauf ohne Debounce und... Oh, auf einmal habe ich 160 Cash. Eigentlich sollte ich, wenn ich hier raufgehe, nur 10 Cash bekommen. Und das ist das Problem. Natürlich, das kann cool sein für manche Spiele, dass es so... gespammt wird und man richtig viel Geld bekommt, hat schon was Cooles irgendwo. Aber es kann auch richtig, richtig schlimm für euer Spiel sein, weil das kann natürlich euer komplettes Spiel breaken, wenn manche Funktionen halt so hundertfach gecallt werden. Und guckt mal, das Ding hier, das geht gar nicht mehr. Das hört gar nicht mehr auf, grün zu werden. Das ist jetzt schon kaputt an der Stelle. Ich gehe nochmal rüber. Es ist kaputt. Es ist offiziell kaputt, weil wir keinen Debounce drin haben. Also, wofür ein Debounce da ist, ist eigentlich nur eine Möglichkeit zu sagen, Augenblick, diese Funktion hier, die wurde schon mal ausgeführt. Bitte jetzt nicht nochmal. Und das machen wir hier oben mit dem Debounce. Hier wird die Funktion gecallt, 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 hunderttausendfach jedes Mal, wenn das Ding berührt wird, immer und immer wieder. Und hier wird die Funktion zwar auch hundertmal gecallt, aber hier sagt die Funktion dann, Moment mal, hier ist ein Debounce aktiv. Wir brechen jetzt ab, wir animieren die Platte nicht und wir geben dem Spieler auch kein Geld. Das, was ich hier gemacht habe, ist so ziemlich die einfachste Implementierung von einem Debounce. Und zwar mit meiner Gatekeeper-Funktion. Deswegen benutze ich halt immer meine Conny-Library, um die in euer eigenes Spiel einzubauen. Müsst ihr einfach nur ganz oben irgendwo hinschreiben, Local Conny Library ist gleich Require und dann halt diese Zahl. Und dann am Ende, wenn ihr den Debounce einbauen wollt, dann schreibt ihr irgendwann in der Funktion if not, das hier ist egal, not Spieler ist einfach nur so da. Aber wir sagen hier if not Conny Library Gatekeeper, dann müsst ihr ein Key hier reinschreiben und eine Zeit, wie lange halt der Cooldown sein soll. Then return end. Und das wäre es eigentlich. Für diese Debounce Time sind 5,2 Sekunden hier eingestellt. Also so lange, wie die Platte grundsätzlich halt auch für seine Animationen und so braucht. Und so lange hält der Gatekeeper die Funktion zurück. Der merkt sich einfach so, okay, für diesen Key, für diesen String, den wir haben, Geldplatte.SpielerUserID, haben wir einen Debounce. Warum habe ich das so gemacht? Ich hätte auch einfach Geldplatte schreiben können. Da zeige ich euch jetzt auch den Unterschied. Ich nehme einmal diese Funktion, kopiere die mir hier und schreibe Touch mit Debounce 2. Und schreibe hier nur Geldplatte. Jetzt teste ich das Ganze mal mit zwei Spielern. So, hier haben wir einen Spieler und hier haben wir den anderen Spieler. So, ich gehe jetzt mit dem einen Spieler hier rauf. Funktioniert einwandfrei. Und jetzt komme ich zu dem anderen Spieler, laufe hier auch rüber und bam, sie wurde wieder aktiviert. Jetzt hat jeder Spieler selbst die Möglichkeit, hier rüber zu laufen. Jetzt hat er es aktiviert. Wir gehen hier rauf und jetzt kann er es nochmal aktivieren. Aber er kann es nicht zweimal aktivieren. Und der andere Spieler kann es auch immer nur einmal aktivieren in seinen 5,2 Sekunden. Das bedeutet, das ist jetzt ein Debounce, der spielerabhängig. Für jeden einzelnen Spieler gibt es einen eigenen Debounce. Wenn ich jetzt aber die Funktion hier nur mit Geldplatte und nicht Geldplatte.Spieler.UserID calle, dann ist der Debounce global für alle Spieler. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Spieler hier rüberlaufe, bam, und dann mit dem anderen Spieler hier rüberlaufe, passiert nichts. Erst wenn das Ding wirklich durch ist, dann kann ich hier nochmal rüberlaufen
Und dann kann der andere Spieler nochmal rüberlaufen und es passiert immer noch nichts. Das heißt, jetzt ist es global. Jetzt kann die Platte nur einmal alle 5,2 Sekunden ausgelöst werden. Und wenn ein Spieler das macht, dann kann es der andere Spieler nicht mehr machen, wie ihr hier seht. Und das ist das Coole an halt dem Gatekeeper, den ich hier in meiner Library drin habe. Weil den kann man so universell einsetzen. Ich nehme die Version hier jetzt erstmal weg und zeige euch jetzt, wie macht ihr eigentlich einen Basic Debounce? Dafür nehme ich die Funktion, klammer die mal kurz aus und schreibe die nochmal neu. Weil das hier ist ja schon relativ advanced und das versteht ihr vielleicht nicht. Im Grunde sieht ein Debounce immer so aus. Ihr habt draußen irgendwo eine Variable, local Debounce. Und das ist gleich false. Und wir können jetzt direkt am Anfang der Funktion den Debounce reinhauen. Zum Beispiel, if Debounce, then return end. Das bedeutet, wenn der Debounce auf true steht, dann wird die Funktion abgebrochen. Danach, wenn er die auf false steht, müssen wir natürlich den Debounce direkt auf true stellen. Und wenn die Funktion dann am Ende fertig ist, dann müssen wir den Debounce wieder auf false stellen. Debounce ist gleich false. So baut man einen Debounce ein. Erstmal hat man eine Debounce-Variable. Dann fragt man, ist die Debounce-Variable true? Dann brech ab. Danach setzen wir die Debounce-Variable auf true, dass die Funktion nicht nochmal gecallt werden kann. Und am Ende, wenn die Funktion fertig ist, setzen wir die Debounce-Variable wieder auf false, damit der Debounce wieder vorbei ist. Wenn wir das jetzt ausführen, dann kann das funktionieren. Je nachdem, wie unsere Funktion funktioniert, vielleicht aber auch nicht so gut. Wir können jetzt rüberlaufen und es wurde 10-mal ausgelöst. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Und ich kann euch auch sagen, warum das nicht funktioniert hat. Und zwar, weil diese Animieren-Funktion in einem separaten Thread läuft, weil ich das so geschrieben habe. Das bedeutet, der Debounce ist sofort fertig, wenn diese beiden Funktionen hier durch sind. Und diese beiden Funktionen sind auch sofort fertig. Das heißt, ihr müsstet hier hinten nochmal einen Task.Wait 5.2 hinschreiben, damit der Debounce richtig funktioniert. Und damit haben wir schon ziemlich viel Code geschrieben für so einen simplen Debounce. Und jetzt funktioniert es auch. Jetzt wird es einmal gecallt, ich laufe immer wieder rüber und wenn es dann fertig ist, nach 5,2 Sekunden wird es wieder gecallt und ich habe 20 Cash. Das funktioniert jetzt. Was ist jetzt aber, wenn ihr mehrere Funktionen habt? Wenn ihr mehrere Funktionen habt, dann könnt ihr nicht immer wieder dieselbe Debounce-Variable nutzen. Dann müsst ihr für jede Funktion eine neue Debounce-Variable nutzen. Dann müssen wir hier zum Beispiel einen Touch-Debounce aus dem Debounce machen und dann müssen wir hier alles natürlich austauschen zu Touch-Debounce. Dann für die nächste Funktion vielleicht zum Beispiel kriegt Animieren auch ein Debounce, Animieren Debounce, dann Geld geben Debounce. Dann haben wir hier oben bestimmt noch weitere Funktionen wie Geilo-Effekte Debounce. Müssten wir überall eine eigene Debounce-Variable machen. Das ist ziemlich anstrengend. Dazu kommt noch, dass es ja sein kann, dass diese Funktion hier irgendwo einen Error hat. Zum Beispiel beim Geldgeben gibt es einen Fehler und dann wird die Funktion hier abgebrochen und der Debounce wird nie wieder auf True gesetzt und dann ist das ganze Ding kaputt. Um das zu verhindern, nehmen wir das, was hier steht, raus und schreiben direkt hier hinter dieses Statement coroutine.wrapFunction, Klammer auf, Klammer zu, Enter und dann schreiben wir touchDebounce ist gleich True. Und dahinter die zwei anderen Sachen. Und zwar warten und dann touch the bounce ist gleich false. Dann machen wir das hier weg. Und hier hinten dran noch Klammer auf, Klammer zu. Damit sagen wir der Funktion jetzt, dass das, was hier drin steht, in einem separaten Thread ausgeführt werden soll. Und wenn die Funktion dann hier hinten irgendwo einen Error hat, dann ist das für den Debounce hier egal. Das heißt, damit sind wir dann schon wieder ein bisschen sicherer vor einem Error. Ich kann es einmal zeigen. Wir können hier einfach mal Error 1 reinschreiben. Das bedeutet, wir gehen hier jetzt rüber. Das Ding hat jetzt einen Error, könnt ihr nicht sehen. Aber ich gehe rüber, es macht immer noch keinen Debounce. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Wir sehen hier unten, dass es jetzt erst 3-mal gecallt wurde, obwohl ich so oft rübergelaufen bin. Hätten wir jetzt die Funktion ohne diese coroutine.wrap eingebaut, was ich jetzt nochmal zeige. Wir machen einfach dieses coroutine.wrap hier weg, packen das hier dann ans Ende. Und dann nehme ich den Output nochmal. Wir laufen hier einmal rüber, dann gibt es den Error. Und ich laufe hier rüber, ich laufe hier rüber, ich laufe hier rüber. Und auch in 100 Jahren wird das nicht nochmal gecallt werden, weil die ganze Funktion ist jetzt kaputt. Jetzt ist alles kaputt, weil der Debounce sich nicht mehr deaktivieren lässt. Und deswegen packt ihr so einen Debounce am besten immer in eine Coroutine. So, jetzt wisst ihr, wie man einen Debounce einbaut, dass man den Debounce lieber in eine Coroutine hier packt, damit der Debounce nicht die komplette Funktion zerstört, wenn es errort. Und ihr wisst, dass so ein Debounce euer Skript richtig, richtig zuklattern kann. Irgendwann ist euer Skript komplett voll mit Debounce hier, Debounce da, Debounce jenes, bla bla bla. Und das ist nervig. Und weil das nervig ist, habe ich die Funktion Gatekeeper geschrieben, die das alles für einen automatisch macht. Ich lösche diese ganze Funktion hier jetzt nochmal und den Debounce auch. Nimm das hier wieder raus. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie das geht, Steuerung und auf dem Numpad oben den Schrägstrich. Und dann wird es alles auskommentiert oder wieder reinkommentiert. Und hier habe ich die Funktion Gatekeeper gemacht. Und die Funktion Gatekeeper, die funktioniert einfach so. Ihr schreibt hier irgendeinen String rein. Und was auch immer hier für ein String drin ist, das ist euer Debounce-Key. Und diese Funktion, die kann von überall gecallt werden.
egal wo. Und immer wenn halt der Gatekeeper gecallt wird mit einem String, dann gibt er entweder zurück, ja, aktuell ist da ein Debounce drauf, oder nein, aktuell ist da kein Debounce drauf. Und ihr könnt natürlich dann noch hier dazugeben, Debounce Time, wie lange es debouncen soll. In dem Fall sind es 5,2 Sekunden und dann wird der Debounce automatisch gemacht. Ihr müsst einfach nur gucken, if not Conny, Library, Doppelpunkt Gatekeeper, dann euer String. Der sollte natürlich eindeutig sein. Das heißt, für die Touched-Funktion könntet ihr hier Touched nehmen. Ich habe Geldplotte genommen. Für die nächste Funktion solltet ihr die nächste Funktionenname hier reinschreiben und so weiter. Aber wenn ihr halt den Debounce zwischen zwei verschiedenen Scripts teilen wollt, dann könnt ihr das auch machen und schreibt hier einfach denselben Key rein. Das ist super, super gut, weil ihr braucht nur eine Zeile und nicht vier Zeilen für einen Debounce. Und dazu kommt, dass es noch sehr simpel ist. Wenn ihr dann den Debounce unabhängig vom Spieler machen wollt, dann packt ihr hier hinten noch die Spieler.User-ID und dann hat jeder Spieler seinen eigenen Debounce für seine eigene Funktion hier. Fertig ist. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Was ist, wenn wir nicht diese eine Geldplatte haben, sondern viele Geldplatten haben? Schauen wir es uns einmal an. Wir gehen rein in das Spiel. Wir können hier über die Geldplatte rübergehen, kriegen unser Cash. Wunderbar. Debounce funktioniert auch. Ist ziemlich schön. Und wir können auch hier über die Geldplatten gehen und kriegen unser Cash. Aber ey, die anderen Platten geben mir alle kein Geld. Warum? Weil wir jetzt einen Debounce für die Funktion haben und alle 5,2 Sekunden geht's nur. Das heißt, ich kriege jetzt so alle 5,2 Sekunden, macht's einmal dümm und ich krieg Geld. Aber ich will doch für jede einzelne Platte einen Debounce haben. Und dafür müsst ihr dann wieder einen uniken Debounce-Key machen. Das bedeutet, wenn ihr sowas hier machen würdet, mit einem normalen Debounce, euer Script wäre so voll, so unglaublich voll. Hier haben wir jetzt durch alle Platten durchgeloopt, die es gibt. Und haben dann die Funktion Touched gecallt mit Touched Debounce. Dann dieser Platte und dem Hitpartner. Und ich habe euch gesagt, dass der Gatekeeper so funktioniert. Der nimmt hier einen String rein und sagt euch dann, ob die für diesen String gerade ein Debounce aktiv ist oder nicht aktiv ist. Das bedeutet, was ihr machen müsst, ist für jede einzelne Platte einen eigenen String machen. Und das macht ihr mit einer GUID. Dafür könnt ihr euch hier oben den HTTP-Service holen. Game.getService-HTTP-Service. Und um eine GUID zu erzeugen, schreibt ihr einfach nur local GUID. Ihr könnt die Variable nennen, wie ihr wollt, das ist vollkommen egal. Ist gleich HTTP, also der HTTP-Service, Doppelpunkt, generate GUID. Und damit wird dann eine GUID erzeugt. Am Ende schreiben wir hier noch false rein, weil wir sie nicht in geschwungene Klammern setzen möchten. Und diese GUID ist eine globale, eindeutige Identifikationsnummer. Das heißt, das ist eine sehr lange Zahl, die so lang ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Zahl nur einmal zugeordnet werden kann. Und dafür müssen wir halt nicht diese Funktion für alle Platten callen, sondern wir müssen jeder Platte noch eine GUID zuordnen. Ich mache das hier weg und hier unten habe ich das schon vorbereitet und ihr seht, das ist gar nicht so viel mehr. Wir haben einfach nur jetzt gesagt, für jede Platte ein Platten-Do und jetzt sagen wir Platte.setAttribute, das heißt, wir setzen jetzt ein Attribut für diese Platte namens GUID und die ist dann einfach http://generateGUID false. Das heißt, wir generieren jetzt diese GUID, packen sie als Attribut auf die Platte rauf und dann sagen wir einfach Platte.touchedConnect und so weiter und dann touchedUniqueDebounce. Und wir haben dann hier noch die weitere Funktion, touchedMitUniqueDebounce, die dann einfach nur vorher noch, bevor der Gatekeeper gecallt wird, guckt, wie heißt die GUID, die wir als Attribut haben. Das heißt, der Key ist jetzt Key ist gleich Self, Doppelpunkt, GetAttribut, also die Platte, GetAttribut, das Attribut, das wir eben gesetzt haben, GUID und dann Punkt, Punkt, Spieler.UserID. Und jetzt können wir einfach sagen, if not Spieler oder nicht Conny Library, Gatekeeper, dann haben wir hier den Key, der ist eindeutig für die Platte und für den Spieler. Dieser Key ist jetzt für beides eindeutig. Und dann Debounce Time, natürlich 5,2 Sekunden und dann wird einfach der Spaß ausgeführt. Wenn wir das Ganze jetzt connected haben, können wir auf Play drücken und dann haben wir endlich Spaß. Jetzt können wir endlich durchlaufen und dum 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 dum. Aber wenn ich hier nochmal rüberlaufe, werden sie nicht neu ausgeführt. Erst wenn der Debounce fertig ist. Jede einzelne Platte hat jetzt seinen eigenen Debounce. Ich kann richtig Geld farmen, aber ich kann nicht über die Felder rüberlaufen, die schon ausgeführt wurden, bis der Debounce vorbei ist. Wenn ich jetzt hier im Kreis laufe, seht ihr, passiert nichts, bis der Debounce vorbei ist und dann gibt es wieder dum 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 dum. Wunderbar. Und da wir jetzt so viele Geldplatten haben, können wir natürlich drüber nachdenken, ob wir diese Platten jetzt wirklich unique für jeden Spieler machen wollen oder nicht. Wir können dann hier am Ende einfach das mal auskommentieren, dann ist es nicht mehr unique für jeden Spieler. Ich starte das Ganze nochmal mit zwei Spielern, sondern haben wir hier einen Spieler und hier den zweiten Spieler. Und jetzt läuft der Spieler hier einmal rüber, so. Und der zweite Spieler kommt dazu und kann hier nicht rüberlaufen, aber über diese Felder. Und ich glaube, das ist dann ein lustigerer Modus, wenn jede Platte seinen eigenen Debounce hat, die Spieler sich gegenseitig die Platten aber trotzdem wegnehmen können. Das könnt ihr dann selbst entscheiden für euer Spiel, weil das ist Game Design und Game Design ist eine ganz andere Frage. So, jetzt nochmal zum Recap. Ich habe euch gezeigt, was ein Debounce ist,
Ich habe euch gezeigt, wozu der gut ist, damit diese Funktion hier nicht unendlich oft gespammt werden kann. Ich habe euch dann gezeigt, was für Probleme durch einen Debounce kommen können, weil wenn ihr zu viele Debounces habt, dann ist euer Script unendlich lang und das nur wegen einem blöden Debounce. Dann habe ich euch meine Funktion Gatekeeper gezeigt, die euch hilft, das Script trotzdem übersichtlich zu behalten, weil ihr die Funktion halt wirklich nur einmal einbauen musstet, anstatt 100.000 verschiedene Debounces zu machen. Ich habe euch gezeigt, wie ihr dann einen uniken Debounce für jedes einzelne Feld hier machen könnt. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache zu klären, und zwar sind diese GUIDs hier wirklich so unique? Und dafür könnte man sich noch um was anderes kümmern. Hier unten wird einfach so eine GUID reingepackt. Aber es ist theoretisch möglich, die Chance liegt bei, glaube ich, 1 zu einer Milliarde oder mehreren Milliarden, dass diese GUID, die hier rauskommt, die gleiche ist wie eine andere GUID, die in eurem Spiel schon mal rauskam. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, die geht gegen null. Das ist super unwahrscheinlich. Aber nur für den Fall zeige ich euch jetzt, wie man das verhindern kann, wenn man super paranoid ist. Und um das zu verhindern, könntet ihr dann hier nochmal ein Local Table machen. Local GUIDs. Das sind dann die verwendeten GUIDs. Ist ein Table. Und jetzt machen wir noch eine Funktion, um eine eindeutige GUID zu erzeugen. Das heißt, Local Function Generate Unique GUID. Und dann sagen wir einfach nur, Local GUID ist gleich http://GenerateGUIDFalse. Dann sagen wir, if GUIDs, Klammern GUID, then. In dem Fall, wenn in dem Table GUIDs diese GUID schon drin ist, dann sagen wir return und dann nehmen wir wieder dieselbe Funktion, generate GUID, und am Ende sagen wir else, also wenn diese GUID hier nicht drin ist, und das wird sehr wahrscheinlich eher der Fall sein, dann sagen wir einfach nur GUIDs in eckigen Klammern GUID ist gleich true zum Beispiel. Und dann sagen wir return GUID. Dadurch wird dann eine GUID erzeugt, die noch nicht vorher erzeugt wurde durch diese Funktion. Wir können hier jetzt zum Beispiel nochmal so ein Warn reinschreiben. Folgende GUID wurde schon mal erzeugt. Und dann einfach GUID. Und dann nehmen wir diese Funktion und ersetzen das hier durch diese Funktion. Und dann haben wir eine eindeutige GUID, die halt nicht nochmal in dem Spiel drin ist. Und dann seid ihr wirklich 100% auf der sicheren Seite. Aber das ist so ein Step, der ist nur dafür da, wenn ihr wirklich ganz sicher sein müsst. In so einem Fall ist es nicht wichtig, aber falls ihr so mit sehr sensiblen Spielerdaten arbeitet, dann ist es wichtig, dass ihr auch so eine Funktion einbaut. Weil wenn ich jetzt mal auf Spiel drücke, dann werdet ihr sehen, dass dieser Warn nicht in der Konsole erscheinen wird. Ihr seht, er ist nicht in der Konsole erschienen. Weil es passiert einfach nicht. Diese GUIDs sind so eindeutig. Die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal die gleiche erzeugt wird, ist super gering. Ihr müsst natürlich in manchen Fällen darauf vorbereitet sein. Dafür schreibt ihr diese Funktion. Aber wenn es nicht so wichtig ist wie bei diesen Platten, dann wäre halt eine Platte, die denselben Debounce hat wie die andere Platte. Kein großer Verlust. Wenn ihr aber die GUIDs für eindeutige Spieler-Keys, zum Beispiel Spielerdaten, speichern, Datenbankeinträge oder so benutzt, dann müsst ihr natürlich eine ganz eindeutige GUID haben. Das ist dann wichtig. Und damit ihr auch euch einmal vorstellen könnt, was eine GUID so ist, machen wir einmal for i ist gleich 1,10.000 to. Und dann stellen wir hier noch ein Table und dann sagen wir table.insert table, generate unique GUID. Dann können wir einfach mal 10.000 unique GUIDs erzeugen und am Ende printen wir die einfach nochmal aus, um so ganz sicher zu gehen. Und dann werden 10.000, nee, wisst ihr was, wir machen 100.000. Wir erzeugen jetzt 100.000 GUIDs. Und dann gucken wir, ob da ein Duplikat mit drin ist. Ich drücke jetzt auf Play. So, es spielt ab. Lädt natürlich ein bisschen, weil wir 100.000 GUIDs erzeugen. Wir sind jetzt aber schon fertig, gucken in die Konsole. Und da ist kein Warn drin. Da ist kein einziges Duplikat bei gewesen bei 100.000 GUIDs. Plus für jede dieser Platten und diese Platte auch noch eine GUID. Es war kein Duplikat drin und wir können uns hier jetzt den Table einmal angucken. Wir klicken rauf und das dauert, weil da sind 100.000 Einträge drin, den Table anzuzeigen. Okay, das bringt jetzt, glaube ich, Roblox Studio zum... Ah, da sind wir. Okay, wir haben hier 10.000... Nee, wir haben hier tatsächlich 100.000 Einträge. Und so sehen diese GUIDs aus. Und die sind alle eindeutig. Jede einzelne. Roblox Studio schmiert bei mir gerade ab, weil halt 100.000 Einträge gleichzeitig geladen wurden. Aber das sind sie. Das hier sind sie. C5BB7899-F263-4E0E-A314-63A501E376-35. Und das ist eine eindeutige ID von 100.000 weiteren eindeutigen IDs, die wir hier drin haben.
Ihr könnt euch darauf verlassen, dass die eindeutig sind. Und Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen, das ist hexadezimal. Das heißt, das sind Base 16 Zahlen. So, ich drücke jetzt auf Stopp, damit Roblox Studio damit nicht mehr so lange zugange sein muss. Ich nehme das hier raus und drücke nochmal auf Play, damit die Konsole zurückgesetzt wird. Und dann ist alles wieder tamam gut. So, Leute, ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich verstanden, was die Bounces sind. Ich hoffe, dass ihr meine Conny Library jetzt dafür benutzen werdet oder vielleicht eure eigene Gatekeeper-Funktion schreibt, wenn ihr das machen wollt. Das könnt ihr gerne machen. Falls ihr noch nicht wirklich verstanden habt, was ein Debounce ist, dann war das Video offensichtlich nicht wirklich für euch gedacht und dann müsstet ihr wahrscheinlich doch noch meine Coding-Lernserie vorher anschauen. Ich denke aber, dass ich das jetzt gut rübergebracht habe. Jeder von euch sollte jetzt wirklich wissen, was ist ein Debounce und wie wendet man den richtig an. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!